Ein uraltes Lied, das ihr bestimmt kennt. Wir singen von Jesus. Sein ist Gewalt und Macht. Er hat auf Golgatha das Heil der Welt vollbracht. Der große Gott ist Herr und aller Herren Herr. Amen. Amen. Wir singen von Jesus mehr und mehr. Also das war ein Lied, was es in meiner Kindheit gegeben hat. Und das kam mir vorhin in den Sinn. Und da gibt es eine sehr, sehr interessante Aussage und genau um die geht es mir heute. In diesem so sanften Lied hier ist eigentlich eine bemerkenswerte Aussage drin. Wir singen von Jesus. Sein ist Gewalt und Macht. Sein ist Gewalt und Macht. Gewalt. Gewalt gehört dem Herrn. Macht gehört dem Herrn. Das Wort Gewalt finde ich ja schon gewaltig, ne? Sehr gut. Heute geht es um einen Aspekt von Gott, einen Aspekt des Heiligen Geistes, einen Aspekt des dreieinigen Gottes, und zwar um Macht, Kraft und Gewalt. Macht, Kraft und Gewalt sind Dinge, die wir immer wieder in der Bibel finden, wenn es um den Herrn geht. Ja? Macht, Kraft und Gewalt. Matthäus 11, Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Eine sehr eigentümliche Bibelstelle, die also auch diverse Interpretationen zulässt. Aber man muss mit einer gewissen Gewalttätigkeit es nehmen, an sich reißen. Man muss es haben wollen. Es kostet einen Preis. Ja, das ist nichts, was dir einfach so tralala zufällt, so einfach in den Schoß fällt, sondern wenn du Teilhaber im Himmelreich sein willst, dann ist eine gewisse Entschlossenheit, Entschiedenheit zwingend notwendig. Ja, die Gewalttätigen reißen es an sich. So, und wenn du über Themen wie Gewalt oder Macht nachdenkst, gerade wenn es um den Heiligen Geist geht, dann ist es natürlich so, dass in den braven christlichen Kreisen das Bild des Heiligen Geistes eher das Gegenteil ist, was man uns so vermittelt hat. Ne? Da hast du also einen super, super sanften Heiligen Geist. Der ist ja sowas von sanft. Der ist ja sowas von freundlich und nett. Und vielleicht hast du auch schon gehört, dass das ein Gentleman ist. Ja, also so ein richtiger, ich möchte mal sagen, so ein Kuschelheiliger Geist. Ne? So, ja. Und so wird er auch besungen. Und so denken wir auch, ist er. Und das ist auch nicht verkehrt. Ne? Die Bibel beschreibt ihn durchaus als sanft. Und das wird ja auch das Bild beispielsweise von der Taube, beziehungsweise genauer gesagt, wie eine Taube, nicht als Taube, vom Heiligen Geist beschrieben, als er auf Jesus kommt, als der getauft wird im Jordan. Ne? Aber wenn wir uns das Neue Testament genauer angucken, finden wir auch ganz andere Sachen über den Heiligen Geist. Überhaupt nicht gentleman-like. Macht, Kraft und Gewalt. So, und euch habe ich hier was mitgebracht. Ne? Wenn du dich beschäftigst mit den Bildern, die über den Heiligen Geist gebraucht werden, ist mir aufgefallen, drei von denen entsprechen schon mal den vier Elementen, die es im Altertum gab. Ne? Luft, Wasser, Feuer und Erde. Ne? Das waren also diese vier Elemente zur Zeit der alten Griechen. Und von dreien von denen, also mit Ausnahme der Erde, wird uns der Heilige Geist als Bild beschrieben. So, und dann haben wir das Bild. Der Heilige Geist ist Wind. Ist das nicht angenehm? So schöner Wind. Ja. Und man denkt, das ist so ein sanfter Wind, der Heilige Geist, so auf dem Level hier. Ja. Er erfrischt uns und so weiter. Ja, aber Wind hat ein Spektrum, ne? Hat ein Spektrum. Und das Spektrum geht bis zum Hurrikan. Ja? So, und der sanft säuselnde Wind kann genauso gut der Hurrikan sein. Gott ist der über irgendwas drüber fegt. Im Geistlichen oder vielleicht auch im Natürlichen. So, Wind ist also ein Riesenspektrum. Und genau das gilt für den Heiligen Geist. Und die Bibel hat das ja nicht umsonst gewählt, dieses Bild vom Wind.
Es ist etwas, was sehr sanft, sehr erfrischend sein kann und was sagenhaft gewalttätig sein kann. Ne? Nun, ich hatte schon mal erzählt vor einiger Zeit, Wind ist lebensnotwendig. Das wissen wir vielleicht nicht, aber es ist zwingend notwendig, dass es bewegte Luft gibt auf diesem Globus. Und ein Bild davon ist, oder ein Beispiel davon ist, wo sie diese künstliche Sphäre gebaut haben, ich sag mal Leben unter der Glaskuppel, groß, vor einigen Jahren, und also alles, was da so war, die Natur quasi künstlich nachgebildet haben mit Wasser und allem, was so ist. Und das lief auch alles wunderbar, bis sie irgendwann gemerkt haben, also wie gesagt, das Ding war riesig, die Bäume gehen alle ein. Die Bäume sind alle kaputt gegangen. Und dann haben sie das untersucht und haben festgestellt, die Bäume sind an ihrem eigenen Gewicht erdrückt worden. Weil es gab keinen Wind. Und der Wind ist etwas, was den Baum trainiert, sozusagen wie Muskeltraining. Ja, wie wenn keine Muskeln trainiert werden, dann hast du Muskelschwund und irgendwann führt das zum Tod, ja, zum Verfall. Und genauso ist das mit den Bäumen. Wenn es keinen Wind gibt, kann die Natur also gar nicht überleben. Aber auch noch mehr darüber hinaus. Bewegte Luft ist zwingend lebensnotwendig auf diesem Globus. Und genauso geht es für uns mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen diesen Wind des Geistes. Wie gesagt, der kann erfrischend sein, der kann dich aber auch von hier nach sonst wo befördern, wenn genug Power da drin ist. Ne? Und ich sage dir eins, die Kraft des Heiligen Geistes ist unbegrenzt. Was wir auf der Erde an Wind gesehen haben, ist noch nichts gegenüber dem, was er tun kann, wenn er denn mal will. Okay, ein anderes Bild ist natürlich, Amen, jemand ist wach, Halleluja, Feuer, jetzt, das weiß ich gar nicht, ob ihr das seht, hier, so, kleine Kerze, Feuer. Ist auch schön, ne? Kerze. Gott, wenn es auf Weihnachten zugeht. Adventskerze und alles. Ach so, richtig schön. Gemütlich und schön. Ja, Feuer brauchen wir. Also allein, um Wärme zu produzieren, ja. Das meiste, was an Elektrizität produziert wird, wird auch durch Verbrennen von irgendwas hergestellt. Also Feuer ist lebensnotwendig, das dürften wir alle wissen. Und Feuer ist auch genau so ein Spektrum. Du hast eben Feuer für den heimischen Herd oder für, was weiß ich, dass du warm Wasser machen kannst, eine Heizung oder sowas oder einfach damit es gemütlich ist, ja, oder Lagerfeuerchen, irgendwas. Aber genauso gut kann es ein zerstörerischer Waldbrand sein und ganze Regionen auf Jahrzehnte ruinieren. Feuer ist genauso gewalttätig. Du hast dieses Spektrum genauso drin. Lebensnotwendig. In gewissen Dosen, sage ich mal, in gewissem Ausmaß und gleichzeitig eine Möglichkeit zu einer gewaltigen zerstörerischen Kraft. Interessant ist beim Feuer auch das Thema Altar. Ne? Auf dem Altar musste was verbrannt werden. Feuer ist im Alten Testament ein super großes Thema und im Neuen auch. Feuer, das Feuer des Herrn. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, sagt die Schrift. Also Feuer als Bild für Gott. Wind als Bild für Gott. Und dann natürlich Wasser. Wasser ist Lebensmittel Nummer 1. Wasser ist Lebensmittel Nummer 1. Wasser ist absolut lebensnotwendig. Unser Körper besteht zu, was weiß ich, wie viel Prozent, 70 oder was aus Wasser. Ne? Wasser ist absolut super. So, und Wasser brauchen wir, um zu leben, jeden Tag. Ne? So. Und beim Wasser hast du exakt das Gleiche. Lebensnotwendig. In gewissen Ausmaßen, vielleicht auch mal für die Dusche oder eine Badewanne oder sonst was, ja, zwingend notwendig. Aber jeder von uns weiß, dass Wasser das Potenzial hat, sagenhafte Zerstörungen auszuüben. Ja, Hochwasser, Überschwemmung, irrwitzige Regenfälle oder aber Tsunami. Zerstörung durch Wasser. So, und genau das gleiche Ding ist dann hier wieder der Punkt. Auf der einen Seite lebensnotwendig in einem gewissen Maß, auf der anderen Seite gewaltig in ihrer zerstörerischen Kraft. Und interessanterweise hat die Bibel genau diese drei Bilder, neben ein paar anderen noch wie Öl und so weiter, genommen, um den Heiligen Geist zu beschreiben. Das sollte uns zu denken geben.
Es ist zum einen etwas, was vielleicht sanft und nett und freundlich und lebensnotwendig für uns, sag mal, in verkraftbarem Ausmaß da ist, was aber auf der anderen Seite die Power ist, die das Universum geschaffen hat. Ja? Und Dinge bewegen kann, die für uns überhaupt nicht vorstellbar sind. So, und das ist der Heilige Geist, wie uns die Bibel ihn beschreibt. Und dann sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Gewalt. Also ich meine, ich finde das bei Luther natürlich klasse, weil der von Gewalt spricht. Gewalt. Ja, wir haben ja hoffentlich Gewaltenteilung in unserem Staat. Ja, Gewalt hat was mit Steuerung zu tun, eines Staates, eines Systems. Gewalt ist zwingend notwendig. Aber bei uns ist das sehr negativ belegt. Wir haben also mit Gewalt immer irgendwie so eine Art Missbrauch oder Gewaltanwendung gegen irgendwelche Schwächere oder sowas im Kopf. Aber eigentlich, Gewalt ist etwas, was der Staat für sich beansprucht. Ja? Wir sprechen ja von den Gewalten, also Exekutive, Legislative und so weiter. Das wird als Gewalten bezeichnet. Ne? Und so ist es auch. So, und Jesus sagt, alle Gewalt ist mir gegeben. Wir würden vielleicht eher sagen, alle Macht ist mir gegeben, was definitiv das Gleiche ist. Oder alle Kraft ist mir gegeben, was auch das Gleiche ist. Okay, schauen wir uns mal den Begriff Macht an. Wir bezeichnen Gott als den Allmächtigen. Das heißt, er hat alle Macht. Amen. Das ist gut, gute Nachricht. Gott hat alle Macht. Wenn Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, dann hat er sie vom Vater bekommen. Alle Macht in der Hand des Herrn. Ich glaube nicht, dass wir kapieren, was das bedeutet, wenn wir verstehen, dass Gott alle Macht hat. Alle. Das heißt nämlich, wenn er alle Macht hat, hat die Gegenseite keine Macht. Oder nur so eine Pseudomacht, eine vorgespielte Macht, irgendwas. Ja, wenn der Feind Macht hätte, wäre der Herr nicht allmächtig, oder? Irgendwie wird sich das ja dann beißen. Kann man mal drüber nachdenken. Ich habe einen Bibelvers gefunden in Matthäus 26. Der ist interessant, da wird nämlich Gott, also die Person des Vaters, als Macht beschrieben. Ist sozusagen deckungsgleich mit Macht. Da heißt es, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. So, Vater gleich Macht. Warum? Weil er allmächtig ist, weil alle Macht ihm gehört. Das ist also dann zutiefst sein Wesen. Ja? Macht. Gott wird als Macht bezeichnet. So, wenn es also um Macht geht, Kraft geht, Gewalt geht, ist das das, was dem Herrn zusteht. Übrigens, das ist wirklich gute Nachricht, ja? Das ist etwas, da kann man sich drüber freuen. Auch die Fähigkeit, sag ich mal, von Jesus, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und so weiter, wird mit Macht beschrieben, mit Vollmacht. Ne? Da heißt es beispielsweise, Lukas 4, Vers 36, er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unsauberen Geistern. Mit Vollmacht, also mit voller Autorität, mit Power, mit Standing und eben mit Gewalt. So, das Austreiben von Dämonen war nicht eine Kuschelsache. Da war Power, Force war dahinter. Da war Gewalt. Das hat die genötigt, das zu tun. Die sind nicht freiwillig gegangen. Da war eine Kraft, eine Macht, eine Gewalt notwendig. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen, dass das dem Herrn zugehörig ist. Ja? Und zwar dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist gleichermaßen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, er ist in uns und deshalb ist diese Macht und diese Power und diese Gewalt und diese Kraft in uns. Und das ist sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt und sich bewusst macht, was das eigentlich heißt. Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unsauberen Geistern.
So, und wenn du dann die Evangelien dir anguckst, oder auch überhaupt das Neue Testament, dann geht es ja darum, dass Jesus gekommen ist und letztlich ging es um eine Machtübernahme. Es ging um die Machtübernahme gegen das Reich der Finsternis. Jesus hat die Macht übernommen. Wie haben wir das schön gesungen? Ja, wir singen von Jesus, sein ist Gewalt und Macht. Und was er getan hat auf Golgatha, war gewalttätig. Das war so gewalttätig, dass er sein eigenes Leben hingegeben hat. Wir müssen kapieren, dass das etwas ist, was zu Gott gehört. Und wir müssen uns von diesem Kuschel-Gott-Säusel-Gott-Ding verabschieden. Gott ist, ich würde fast sagen, gewalttätig. Das, was auf Golgatha passiert ist, was notwendig gemacht hat, dass wir alle gerettet werden konnten, war die gewalttätigste Tat, die es überhaupt jemals im Universum gegeben hat. Gott wird Mensch, um zu sterben, hingerichtet, wie der letzte Verbrecher von irgendwelchen Heiden, ja, stirbt er da öffentlich nackt am Kreuz. Das ist gewalttätig. Die Gewalttätigen reißen das Reich an sich. Das ist zuerst mal Jesus. Ja? Wir müssen kapieren, dass da etwas war, was völlige Hingabe, völligen Einsatz, völlige Investment bedeutet hat. Und das, was er getan hat, war eben diese Machtübernahme gegen das Reich der Finsternis. Und deshalb heißt es beispielsweise im Epheserbrief 1, Vers 21, Gott hat ihn gesetzt über alle Reiche, Gewalt und Macht. Er ist über alles, was irgendwie Gewalt, Macht oder sonst wie heißen mag, gesetzt. Er ist der Herr der Herren, er ist der König der Könige. Und jedes Knie wird sich beugen vor ihm und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Auch Staaten, auch Systeme, auch Leute, die sich gegen ihn stellen oder ihn verspotten. Auch Nationen. Alles, alles wird bekennen, dass er der Herr ist. Alles. Der Machthaber vorher war der Teufel. Ne? Er hat die Macht bekommen, weil er Adam und Eva überlistet hat. Sie haben ihm sich quasi unterstellt und damit hat er Macht gewonnen über sie. Aber er hat den Teufel, diesen Machthaber, er hat den Tod, er hat die Sünde entmachtet. Halleluja. Er hat die Sünde und all diese Dinge entmachtet und ist jetzt der Machthaber. Und deshalb ehren wir ihn auch. Und wenn du mal genau in der Bibel guckst, in Psalmen und so weiter, es ist erstaunlich, wie oft da besungen wird, dass der Herr Kraft hat, dass der Herr Macht hat. Musst mal gucken, wie oft es darum geht. Denn beim David, bei den ganzen Psalmen geht es ja sehr häufig darum, da war der große Feind, der hat mich attackiert, dann hat der Herr eingegriffen und ich preise seine Macht, weil er den Feind erledigt hat. Das ist ein gängiges Thema in dem Psalm. Und er feiert und jubelt dem Herrn zu, wegen seiner Macht und wegen seiner Kraft und wegen seinem Eingreifen und dass er den Feind erledigt hat. Und das sollte auch in deinem und meinem Leben gelten. Kolosser 1, Vers 11 spricht von der herrlichen Macht, von der herrlichen Macht Jesu. Von der herrlichen Macht. Nun, jetzt ein ganz anderer Aspekt finden wir in Johannes 1, Vers 12. Der Herr gibt denen, die da glauben, Macht, Gottes Kinder zu werden. Nun, das ist eigentlich auch interessant. Wenn du dir überlegst, dass das etwas ist, was mit Macht zu tun hat, dass du Macht brauchst, um überhaupt dich bekehren zu können, das ist nämlich genau dieses Gewalttätige. Weil der jetzige Machthaber dieser Finsternis, der will dich ja nicht gehen lassen. Der will nicht, dass du dich bekehrst, der will nicht, dass du zum Herrn findest, der will nicht, dass du gerettet wirst, der will nicht, dass dein Leben in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Nein, der will dich mit sich in die Finsternis reißen. So, und deshalb brauchst du Macht, um rausgerissen zu werden aus der Finsternis hinein in das Reich des lieben Sohnes, wie die Schrift sagt. Das passiert im Geistlichen durch Gewalt, durch Macht, durch Action. Das ist eine Kampfsituation.
Weißt du, wir erleben das häufig so, wenn wir uns bekehren, wenn wir es denn hoffentlich richtig ordentlich auch erlebt haben, dass du irgendwie, ja, zerbrochen bist und merkst, okay, ich muss und ich sollte und ich merke, da ist was, ich muss mich dem Herrn mein Leben geben und so, und vielleicht ist da ein persönlicher Zerbruch dabei, und danach hat man Freude und man merkt, dass man Dinge losgeworden ist, und im Allgemeinen ist das so eine Phase, wo man einfach so durchgeht. Was wir nicht kapieren, ist, was im Geistlichen passiert. Das ist eine gigantische Schlacht, die stattfindet um diese Seele, die da gerettet wird, ja, und der Feind wird besiegt. Da ist ein Kampf. Das passiert nicht einfach so. Das müssten die meisten Eltern, die Kinder haben, die sie zum Herrn leiten wollen und merken, was da für Auseinandersetzungen sind, die können das bestätigen. Da ist oft ein Gebetskampf notwendig oder sowas. Das passiert nicht einfach so. Da ist Stress, da ist Kampf. Und es braucht im Geistlichen eine Gewalt, die diesen Menschen ins Reich Gottes reißt, damit er eine komplett neue Kreatur ist. Und dieser Prozess, den erleben wir normalerweise nicht so, aber der ist trotzdem da. Manchmal bei Leuten, die jetzt wirklich so, was weiß ich, in tiefsten Drogen oder Okkultismus waren oder sonst was, die erleben das sehr viel deutlicher und die haben dann meistens so ein Zeugnis. Aber die meisten braven Menschen, sage ich mal, für die ist das eher so, naja, dann habe ich mich für den Herrn entschieden. Trotzdem, im Geistlichen wurde eine gigantische Schlacht gewonnen. Satan wurde als Verlierer bloßgestellt, als du dich bekehrt hast. So, und deshalb richtet sich die Schlacht deshalb gegen dich. Also brauchst du Macht, Power, Gewalt, Kraft, die du einsetzt gegen den Feind. Und deshalb ist sie dir gegeben. Du brauchst Macht, um ein Kind Gottes zu werden, selbst wenn du es nicht kapierst zu dem Zeitpunkt. Die Macht Gottes, die gibt uns der Herr. Und nun befehle ich euch Gott, der da mächtig ist, euch zu erbauen, schreibt Paulus in der Apostelgeschichte. Oder, sehr bekannt, 2. Korinther 12, Vers 9, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da hast du ja diese Kombi, Kraft und Macht. Die Kraft ist mächtig. Wo? In deiner Schwachheit. Das ist ja sehr interessant, ne? Es kommt überhaupt nicht auf uns an. Es kommt auf die geistliche Realität an, in der wir uns bewegen und in der wir sind. Und da ist die Kraft Gottes, die Macht Gottes, die Gewalt Gottes, und die ist einfach da. Und es ist vollkommen unabhängig, wie schwach oder wie unschwach wir uns fühlen. Es ist einfach eine Realität. Die Macht Gottes ist da. Die Gewalt Gottes ist da. Und zwar die Gewalt, den Feind zu besiegen, mit egal was er gegen dich ankommt. Nicht wahr? Oder noch besser, Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Der Herr macht mich mächtig und ich kann alles tun, was immer er von mir möchte. So, die Macht, die Kraft, die Power hat der Herr nicht für sich behalten, sondern er hat sie investiert, damit wir aus der Finsternis rausgerissen werden. Und was hat er dann damit gemacht? Durch den Heiligen Geist hat er sie in dich hineingegeben. Das ist echt richtig, richtig cool. So, und wenn wir uns jetzt mal ein bisschen auf den Begriff Kraft konzentrieren, das ist sehr ähnlich. Kraft ist also, das ist eine ganze Fülle von Begriffen in der Bibel, die da mit dem Wort Kraft im Deutschen wiedergegeben werden. Also das kann beispielsweise auch Wucht bedeuten. Finde ich ja sehr interessant. Also ja, die Wucht eines Aufpralls, die Wucht von einem Heer, was gegen ein anderes prallt oder irgendwie sowas. Wucht, Gewalt, Stärke, Macht eben. Ne? So, wir hatten schon gemerkt, Gott selbst wird als Macht bezeichnet. Andere Übersetzungen sprechen hier von Kraft. Und sehr interessant ist, auch der Heilige Geist als solcher, als Person, die Person des Heiligen Geistes, ja, also hier beschrieben als Wasser, Wind, Feuer,
in diesem Spektrum, da wird von der Kraft gesprochen. Der Begriff Kraft als, ich sag mal, Synonym für den Heiligen Geist, für sein Wesen. Ne? Bei Maria, als der Engel kam, der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Er wird über dich kommen und die Kraft wird dich überschatten. Also einfach eine Verdoppelung dieser Aussage. Die Kraft des Höchsten ist der Heilige Geist. Oder Lukas 4,20, Vers 49. Sagt Jesus, siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Das ist der Heilige Geist. Kraft aus der Höhe. Also die Kraft Gottes und der Heilige Geist ist identisch, ist eins. Ne? Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, als er in der Wüste gewesen war und vom Feind versucht worden ist. Ja? Lukas 4. In der Kraft des Geistes. Der Geist Gottes ist Kraft. Nochmal, wo ist der Geist Gottes? In dir. In dir. In dir ist die größte Kraft des Universums. In dir ist die Kraft, der die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen. Das ist etwas Gigantisches, was wir überhaupt uns schwerfällt zu erfassen, was uns gegeben ist. Und der Epheserbrief, da ringt Paulus geradezu darum, das irgendwie uns klar zu machen, dass wir kapieren, was für eine Power Gott in uns hineingegeben hat. Nämlich sich selbst. Der Geist Gottes in dir. Und deshalb, wie gesagt, alles ist möglich. Es gibt keine Grenzen. Im Herrn können wir alles tun. Und das ist ja dieses Ding, wo Jesus sagt, nur wenn du Glauben hast, dann sag doch dem Berg, er soll verschwinden, sich ins Meer werfen. Das ist nicht zu viel verlangt. Es geht. Wie immer der Berg auch aussehen mag. Ich würde mal sagen, probier es nicht gleich mit Matterhorn, ja. Vielleicht mit irgendwelchen Dingen, die sich eher vor dir aufbäumen, aber ein Berg hat nichts anderes als Glauben zu tun. Aber um das glauben zu können, müssen wir kapieren, wer wir sind und was wir tragen. Also, weißt du, so viele Christen sagen sich, ja, die Jünger, die hatten es so gut und die hatten die Autorität und die Power und die hat Jesus so gesegnet und geschult und gemacht und getan. Der gleiche Geist, der in den Jüngern ist, der gleiche Geist, den sie empfangen haben, war der Geist von Pfingsten, das ist der Geist, der in dir und mir ist. Null Unterschied. Ist nicht so, dass die damals eine super Dosis bekommen haben und der Heilige Geist damals besser drauf war als heute, ja, und heute ist er ein bisschen runtergedimmt, ja. Nein! Es ist exakt das Gleiche. Und wenn die Tote auferwecken konnten, können wir das. Und wenn die Kranke heilen können wir das. Und wenn die Dämonen austreiben können wir das auch. Und so weiter. Wir können die gleichen Taten tun und Jesus sagt sogar quantitativ noch mehr. Wir müssen kapieren, wer wir sind in Christus. Was der Herr uns anvertraut hat. Und die feindliche Propaganda arbeitet den gesamten Tag daran, uns als Christen zu erzählen, dass wir arme Erdenwürmer sind, schwach und klein und mit Sünde zu kämpfen haben und froh und dankbar sind, wenn wir es halbwegs durch den Tag schaffen, ohne in irgendwelche Versuchung und Sünde zu fallen und irgendwie immer so am Limit des Überlebens sind, geistlich. Das ist nicht das, was der Herr für uns hat. Der hat ein Leben in einer Fülle für uns, wo wir geistig vorwärts gehen können. Und wir als Christen in der westlichen Welt sind da besonders verdroschen, weil wir wenig sehen von dem, was anderswo tatsächlich schon freigesetzt ist. Aber ich bin überzeugt, das wird auch bei uns kommen. Und der Herr wird seine Macht und seine Kraft und seine Gewalt auch hier in unserer Nation und unter uns zeigen. Halleluja. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, aber wir brauchen die nicht, wie soll ich mal sagen, herbeizubeten und herbeizuproklamieren oder herbeizusingen oder sonst was. Sie ist nämlich schon da. Wenn der Heilige Geist in dir drin ist, wenn du wiedergeboren bist, ist sie da. Das Einzige ist, dass wir kapieren müssen, dass wir die freisetzen.
ich möchte es mal etwas provokativ sagen, gib dem Herrn doch mal eine Chance, dass er seine Kraft zeigen kann. Das ist der Punkt, wenn ich sage, wir müssen von diesem braven, angepassten Durchschnittsdasein rauskommen. Wir müssen mal ein bisschen mutiger werden, mal was wagen mit dem Herrn. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dich blamierst. Na und? Ist das so furchtbar, sich für den Herrn zu blamieren? Das ist nicht so schlimm. Kann man sogar noch was bei lernen. Aber was ist, wenn der Herr seine Kraft zeigt und wenn es tatsächlich freigesetzt ist? Und das ist das, wo wir hin müssen. Und der Herr möchte uns da hineinführen, aber es hat so was, wie soll ich mal sagen, so einen Lerneffekt. Wir müssen auch unseren Teil machen. Es ist nicht so, dass er das von sich aus einfach schnack macht und es passiert, sondern wir müssen mitarbeiten. Warum? Weil er in uns ist und er will wirken durch uns, er will fließen durch uns, Ströme lebendigen Wassers, aber das passiert nicht ohne unser Beitun, unser Mittun. Ja? Wir und der Heilige Geist zusammen gehen vorwärts und dann passieren die Dinge Gottes. Anderer Aspekt ist die Kraft des Wortes Gottes, das Evangelium als solches. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft. Amen. Zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Das Evangelium ist auch Kraft. Das verkündete Wort ist Kraft. Die Heilsbotschaft wird als Kraft bezeichnet. Wenn es uns anvertraut ist, das Wort Gottes, haben wir Kraft. Das ist ja auch so ein Ding. Die feindliche Propaganda erzählt uns, naja, also das mit dem Evangelium will sowieso keiner hören und das mag sowieso keiner hören und das haben die alle auch schon 20 Mal gehört und das ist ja so langweilig für die und wenn ich dann komme, dann kippe ich mal ein Traktat und schiebe es dem heimlich so auf den Stuhl. Hoffentlich merkt er nicht, dass ich es gewesen bin. Wir müssen kapieren, das, was wir haben, hat Power, Menschen aus ihren Situationen rauszureißen, wie damals ein Saulus wieder zum Paulus wurde. Es hat Kraft. Das Wort Gottes hat Kraft. In sich. Also was der Herr uns anvertraut hat, ist gigantisch, ist gewaltig. Aber wir müssen verstehen. Genau. Und jetzt wird es ganz spannend. Lukas 10, Vers 19. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und Vollmacht über alle, und wenn die Bibel meint, schreibt alle, dann meint sie übrigens alle, ne? Also wirklich alle, Gewalt des Feindes. Wer? Wir. Jesus hat sie gegeben, den Jüngern und denen, die auf ihr Wort gläubig werden, wie es in Johannes heißt. Die ihnen nachfolgen werden, die dann die nächste Jüngerschaftsgeneration nehmen werden. Wir. Das gilt für uns. Das gilt für uns. Siehe, ich habe dir die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, also Bilder für dämonische Strukturen oder was, und Vollmacht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Wenn wir uns sehen, wie der Herr uns sieht, dann sind wir Kämpfer bestens ausgerüstet, die volle Power, volle Autorität, volle Macht haben. Die Bibel spricht da schon davon, dass wir Könige sind, dass wir Priester sind, dass wir Propheten sind, dass wir Gesandte sind, Botschafter an Christi Stadt. All das, ja. Und in dieser Power vorwärts gehen. So, und in der geistlichen Welt hast du massenhaft Christen, die mit all dem ausgerüstet sind und die so durchs Leben gehen. Feind hat mich schon wieder verdroschen. Verstehst du? Wenn wir sehen könnten, wie wir geistlich sind,
würde ich glauben, glaube ich, dass wir völlig anders durchs Leben gehen werden. Dass wir die Dinge, mit denen wir attackiert werden, einfach angehen und uns den Dreck des Feindes nicht gefallen lassen. Dass wir einfach herrschend in der Autorität Christi vorwärts gehen. Weißt du, gerade heute hatten wir folgenden Fall. Jemand hat uns gesagt, war in schwierigen Situationen, war wirklich in Bedrängnis und hat gesagt, ja, aber ich soll ja meine Feinde lieben. Ja, ich sag dir eins, das ist eine der am meisten von der Hölle verwendeten Bibelstellen für die eigene Propaganda. Das war in dem Fall jemand, der hat hoch manipulativ, so Isabel-mäßig mit Mobbing und sonst was gearbeitet in einem Unternehmen, ja, und massenhaft Leute haben gelitten, unter anderem auch diese Leute. Und ja, die Feinde ja lieben, Segen, 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 kann kaum noch gerade ausgehen vor lauter Segen, ja, aber ist gleichzeitig jemand, der andere verletzt um dich herum, der dich aus ihren Jobs treibt, der boshaft ist. Vielleicht hat der Herr dich dahingesetzt, damit du für die anderen um dich herum kämpfst, wenn du nicht schon für dich kämpfen willst. Verstehst du? Es geht nicht nur um dich, da sind Leute, die um dich herum sind, deine Familie, deine Angehörigen, deine Arbeitskollegen, deine Schulkameraden, deine was weiß ich was, für die kannst du auch ein Standing nehmen und sagen, Moment mal, was hier läuft, ist nicht in Ordnung. Was hier läuft, ist Missbrauch. Was hier läuft, ist irgendwie eine Unsauberkeit. Was hier läuft, ist Mobbing. Was hier läuft, ich stelle mich dagegen. Komm raus aus dieser brav angepassten, ich halte ständig die Klappe-Nummer. Während dich um dich herum der Feind fröhliche Urstände feiert. Wir müssen unser Standing nehmen. Und wir müssen uns für uns nehmen und für unsere Familien und für unseren Job und für unsere Finanzen und für alles. Die feindliche Propaganda erzählt dir, oh, es ist gut, wenn Christen arm sind und wenn sie krank sind und wenn sie schwach sind und wenn sie so richtig am Boden sind. Das ist dem Herrn besonders wohlgefällig. Keine Religion der Welt findet mit solchen Sprüchen irgendwelche Nachfolger, schon gar keine Begeisterten. Das ist einfach Theologie aus der Verdammnis, aus der Hölle. Das ist völlig schräg. Der Herr sagt, hey, ich gebe dir alle Gewalt, alle Vollmacht über den Feind. Und wir sagen, ja, aber den muss ich ja lieben, also tue ich ihm nichts. Nicht Angriffspakt. Das funktioniert nur in deiner Richtung, von deiner Richtung aus. Er hält sich nicht dran. Wenn wir nicht unsere Position einnehmen, dann sieht es so aus, wie es aussieht. Deshalb, wir müssen kämpfen, wir müssen unsere Identität ausleben. Wir müssen sagen, Moment mal, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Kämpfer, ich habe Autorität, Gewalt, Macht, Power, ja, Kraft, der Herr hat sie mir gegeben und ich grab mir die Haken ein und sage, bis hier noch nicht weiter, ab jetzt geht das Ding andersrum. Ja? Und diese Position einzunehmen, egal in welchen Lebensumständen oder was auch immer das betrifft oder wofür der Herr dich berufen hat, ist zwingend notwendig. Raus aus der Lethargie. Raus aus dem Akzeptieren von irgendwelchen Dingen, die nicht gut sind um dich herum. Ja, raus. Der Herr will, dass wir vorwärts gehen. Dass wir vorwärts gehen. Als Jesus gepredigt hatte, ja, Dämonen ausgetrieben hatte, da berichtet die Bibel, und es kam eine Furcht über sie alle und sie redeten miteinander und sprachen, was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern und sie fahren aus. Also als Jesus gepredigt hat, als er gedient hat, ging das mit Vollmacht und Gewalt. Das war ja gerade das, was das religiöse System so irrwitzig aufgeregt hat. Ja? Weil da Power war, weil da was Echtes war, weil das real war und weil das eben nicht angepasst war wie alles andere. Nach dem Motto, wir leben unser Gemeindeleben so wie die Welt, dann merkt die Welt gar nicht, dass wir anders sind. Ja, herzliches Beileid. Wenn die Gemeinde ist wie die Welt, warum sollte irgendjemand von der Welt in die Gemeinde kommen? Hm? Macht relativ wenig Sinn, zumindest aus der Sicht der Welt. Jesus hat gepredigt
geboten, mit Vollmacht, mit Gewalt. Ich finde das so interessant, dieses Wort Gewalt. Power. Lukas 9, Vers 1. Er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten. Wer hat jetzt die Kranken geheilt? Die 12. Wer hat die Dämonen ausgetrieben? Sie auch. Das ist nicht so, dass sie gegangen sind und gesagt haben, oh, hier ist ein Kranker, oh Herr, heile ihn. Das steht da nicht. Sondern sie hatten diese Power, diese Autorität und haben im Namen Jesus den Kranken geheilt. Genau, das ist mit dem Dämonen austreiben. Im Namen Jesus tun sie es. Warum? Weil die Kraft und die Power und die Gewalt und die Macht und das ganze Ding in ihnen ist. Weil der Heilige Geist in ihnen wohnt. Ich glaube, für uns ist da noch sehr viel Luft nach oben. Pfingsten war die Übertragung dieser Kraft. Die Übertragung dieser Power, dieser Macht. So, und jetzt haben wir, jeder, der im Reich Gottes ist, die Verantwortung, so zu leben. Den Missionsbefehl umzusetzen, genauso wie er steht. Und wie gesagt, in der westlichen Welt sehe ich, dass es also eine sagenhafte Siegeszug des Feindes ist, wenn du dir anguckst, wie die Christen leben und wie wenig Bewusstsein die davon haben, wer sie eigentlich sind. Und was sie tun sollen. Und das Schlimme, was heißt Schlimme? Der Punkt ist ja, was Gott von uns erwartet. Und wofür wir irgendwann auch mal Rechenschaft geben müssen. Weißt du, er hat Missionsbefehl, lies mal die Missionsbefehle in den Evangelien. Ja, schreib sie dir mal alle auf. Und dann guckst du mal, was der Herr erwartet von uns. Und es ist sehr verblüffend, diese geballte Ladung von Anordnungen zu sehen, wozu er uns auffordert. Und noch verblüffender ist, wenn du dich damit beschäftigst, womit, was machen wir denn so in unseren Gemeinden? Was tun wir denn? Und dann merkst du, da ist relativ wenig Überschneidungsmenge. Und das ist ein Skandal. Wir müssen dahin kommen, dass wir das tun, was die Bibel sagt und was der Herr uns gesagt hat, in der Power, die der Herr uns gegeben hat, und wegkommen von irgendwas, was so eben läuft, aus welchen Gründen auch immer. Es war von Anfang an nicht der Job einer Elite, der Missionsbefehl. Es war nicht der Job von irgendwelchen Profis, es war nicht der Job von irgendwelchen Ordinierten sonst was. Es war immer der Gesamtjob des Leibes. Da ist keiner draußen, keiner von uns. Jeder von uns ist damit drin. Ja? Beispielsweise bei Stephanus, einem Diakon, kein Apostel, gemäß der Bibel, ein Diakon, da heißt es, dass er voller Gnade und Kraft war. Voller Gnade und Kraft. Voller Kraft. Das heißt, er ist in der innewohnenden Kraft des Heiligen Geistes, der einfach vorwärts gegangen. Und die Bibel sagt, er war so voller Kraft, dass der richtig gewirkt hat. Und das soll für dich und mich gelten. So, nach meiner Meinung ist es so, wo immer sich die Kraft Gottes manifestiert, die Macht Gottes manifestiert, die Gewalt Gottes manifestiert, da findest du den Heiligen Geist. Das ist der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist ist jetzt der Teil der Dreieinigkeit, der auf dieser Erde wirkt. Der Vater sitzt im Himmel und der Sohn sitzt zu seiner Rechten. Und der Heilige Geist ist ausgegossen. Er ist jetzt hier. Und deshalb ist es so skandalös, wenn christliche Gemeinden oder Christen den Heiligen Geist ablehnen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das ist die größte Katastrophe, das Allerschlimmste. Ja, diese Kraft ist uns gegeben. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. 1. Korinther 4, Vers 20 heißt es, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und in 2. Timotheus können wir lesen, Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft. Aha, wir haben den Geist der Kraft. Er ist uns gegeben. Und der Liebe und der Zucht. Zucht heißt diese Hingabe, diese Entschlossenheit, hat auch wieder was mit dieser, ja, dranbleiben zu tun, Gewalt. Oder Paulus sagt zu den Korinthern, in 1. Korinther 2,
Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit. Also nicht durch tolle Predigten, durch irgendwelche philosophischen, theologischen Ausarbeitungen. Übrigens, wenn du dir die Bibel anguckst, das ist wirklich kein theologisches Buch. Also im Sinne von, dass du da eine systematische Theologie von ableiten kannst. Ist echt schwierig. Also so unter dem Gesichtspunkt systematischer Theologie ist die Bibel echt nicht geschrieben. Hab jetzt einen superschönen Satz gelesen, fällt mir gerade ein. Fand ich grandios. Die Braut Christi ist keine Theologin. Die Braut ist keine Theologin. Weißt du, was die Braut ist? Die ist nur absolut verknallt in ihren Bräutigam. Die ist nicht rational, logisch irgendwie denken. Die ist auf ihn fokussiert. Die denkt nicht, jetzt muss ich mir erstmal ein Handbuch kaufen, die richtige Beziehung zum Bräutigam und sowas und arbeitet jetzt mal die 480 Seiten durch. Nein, die ist einfach völlig normal begeisterte Braut. Die liebt den Bräutigam und ist völlig fokussiert auf ihn. Und das ist das, was der Herr erwartet. Der erwartet nicht, dass du 25 Bände systematische Theologie studiert hast, um ihm begegnen zu können. Muss auch nicht verkehrt sein, ja. Aber eigentlich will er deine Liebe, er will deine Hingabe, er will dein Feuer. Er will, dass du mit ihm läufst. Und das kann, je nachdem, wie der Mensch gestrickt ist, auch sehr emotional sein. Oder sehr flippig oder einfach anders. Wie gesagt, weg von dieser Angepasstheit. Ne? Halleluja. Meine Reden und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit. Das ist der größte Theologe des Neuen Testaments, sagt. Also, ne? Das nicht. Sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Erweisung des Geistes und der Kraft. Er hat gesagt, damit ihr auch wirklich kapiert, dass das real ist und echt ist, was ich hier erzähle, Erweisung des Geistes und der Kraft. Der Geist Gottes und die Kraft müssen zum Vorschein kommen, damit ihr es kapiert. Damit euer Wort nicht auf irgendeinem vielleicht richtigen Reden basiert, sondern dass ihr gesehen habt, das ist real. Dass ihr gesehen habt, da ist was dahinter. Dass ihr gesehen habt, das ist der Geist Gottes mit der Power Gottes. Und etwas, was leider auch in den Gemeinden in unserem Land wenig bewusst ist, ist, dass diese Kraft Gottes, diese Gewalt Gottes weltweit auf einem gigantischen Siegeszug ist. Weltweit. Weißt du, Gott hat immer einen weltweiten Horizont. Und unser Horizont ist leider sehr beschränkt. Aber aus Gottes Sicht ist die Kraft des Heiligen Geistes auf einem gigantischen Siegeszug die ganze Kontinente verändert. Na, bei uns kommt es noch nicht an. Noch nicht. Es ist aber etwas, was auch zu uns kommen wird. Die Kraft und die Power und die Gewalt Gottes ist dabei, Systeme zu konfrontieren, der Finsternis, die jahrhundertelang ganze Völker in ihrem Bann gehalten haben. Jetzt aber wollte ich noch zum Abschluss noch einen anderen Gedanken weitergeben, wenn es nochmal um diese Gewalt geht des Herrn und dieses Hervorkommen des Reiches Gottes, dass das nicht etwas Sanftes, Kuscheliges, Moderates ist, was so gesellschaftlich sich einschleicht und was kaum einer mitkriegt, sondern dass das Transformationsprozesse sind, die mit Gewalt einhergehen, mit Konfrontation, mit Stress, von mir aus mit Verfolgung. Schau dir in der Apostelgeschichte an, in der Urgemeinde, da war es so, als die erste Verfolgung ausbrach und sie die Jünger oder die Apostel da geschlagen haben und bedroht haben, dann sind sie zurückgegangen in die Urgemeinde damals und dann haben die gebetet und haben gesagt, Herr, gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu verkündigen und strecke deine Hand aus, als Zeichen und Wunder und Heilung geschehen. Ja? Und dann gab es ein Erdbeben und der Heilige Geist fiel. Die richtige Reaktion, wenn die Welt uns einschüchtern will, ist, Herr, gib uns Freimütigkeit. Gib uns Power, gib uns Kraft, jetzt noch mehr. Ja? Reinhard Bonnke, der wurde ja oft angegangen. Beschimpft, verunglimpft, verlacht, verleumdet, bedroht. Und irgendwann hat er gesagt, also meine Antwort
auf die Kritiker, wenn sie meine Evangelisation kritisieren und bemängeln und darüber giften? Meine Antwort ist, die nächste Evangelisation. Das ist richtig. Das ist nämlich genau neutestamentlich gedacht. Wenn du angegiftet wirst, weiter, mit noch mehr Power. Du bist auf dem richtigen Weg. So, und was ich sagen wollte, ist hier, eine Sache, die ihr alle kennt, ist dieses Standbild bei Daniel. Nebukadnezar hat einen Traum und da ist dieses monströse Standbild. Und dann entwickelt sich dieses ganze Ding und er will, dass seine Weisen und Okkultisten und was weiß ich, was da für Magier waren, das deuten und so. Und Daniel war irgendwie auch in dieser Riege mit drin. Und die können das alle nicht, weil er sagt, sie sollen es ihm auch, also nicht nur auslegen, sondern sie sollen ihm beschreiben, was er gesehen hat. Er wollte also wirklich jemand, der eine echte Offenbarung hatte, weil Interpretation, das war ihm zu vage. Ne? Und letztlich war es dann so, dass Daniel vom Herrn das gezeigt bekommen hatte. Das Bild wird zweimal in der Bibel genau beschrieben, was da ist, weil es wichtig ist. Und das ganze Ding ist eben dieses mit dem goldenen Haupt und der silbernen Brust und dann bis runter zu den Füßen mit Eisen und Erz. Ne? Und dann kommt es, dass, also wie gesagt, dieses monströse Standbild, irgendwo ein Stein abbricht. Und dieser Stein rollt und rollt und rollt und er trifft dieses Standbild an den Füßen und das Standbild fällt um und das Standbild wird zermalmt. Das gesamte Standbild wird zermalmt. Das Ganze, so heißt es in Daniel 2, Vers 28, bezieht sich auf das, was am Ende der Tage geschehen wird. Sollte man beachten. Am Ende der Tage. So, Daniel 2, Vers 34, folgende. Du schautest, bis ein Stein losbrach, sagt Daniel, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf, und sie zermalmten. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden fort wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind führte sie fort. Und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. So, wofür steht dieses monströse Standbild? Für das Weltsystem. Für das Weltsystem. Die Welt. Von dämonischen Kräften, letztlich Satan selbst. Geleitet, geführt, gemacht, getan. So, und dieses Weltsystem, es kommt der Zeitpunkt, wo ein Stein das trifft, das Ding umschmeißt und zermalmt. Und dieser Stein erfüllt die ganze Erde, er wird zu einem Berg, er erfüllt die ganze Erde. Die ganze Erde wird nicht mehr von diesem Standbild, sondern von diesem Felsen, diesem Berg bestimmt. So, das ist das, was Daniel da gesehen hat. Die Zürcher Bibel schreibt, es wurde zu einem gewaltigen Felsen und bedeckte die ganze Erde. So, ein nicht von Menschenhand ausgelöster Stein zerreibt das Weltsystem. Für uns ist ja völlig logisch, um was es hier geht. Das ist das Weltsystem unter der Herrschaft des Feindes und da kommt dieser Stein, Christus, ne, der es trifft. Aber das ist nicht nur, dass irgendwie das Weltsystem da attackiert wird davon oder dass das dann so nebeneinander irgendwie schön existiert. Nein, das Reich Gottes, dieser Felsen, zermalmt das ganze Ding. Das ist wirklich Gewalt. Das ist Aggression. Das Weltsystem wird vom Reich Gottes zerrieben und es bleibt nichts mehr übrig. Das ist übrigens völlig logisch, wenn du dir mal das durchdenkst, wie das in die Ewigkeit gehen soll. Das Weltsystem muss zerrieben werden und es wird nichts davon übrig bleiben. Ich sag's mal so, von dem ganzen Weltsystem, von all den tollen Politikern und den Größen und all, die jetzt irgendwas zu sagen haben und sonst was, wenn sie sich nicht Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen, wird sie in der Ewigkeit nichts davon gefunden werden. Nichts, gar nichts. Gar nichts. Keine Nation, kein Land oder sowas wird in der Ewigkeit auch nur darüber nachgedacht werden. Es gibt nur Menschen aus allen Nationen, die gerettet werden. Aber diejenigen, die heute gefeierten Leute sind, wenn sie keine persönliche Begegnung mit Christus haben, du wirst sie in der Ewigkeit nicht wiederfinden.
Es ist unrelevant. Es ist wie Spreu, die vom Wind davongetragen ist, ins Irgendwo, nicht mehr da. Das ist das Weltsystem. Das hat Daniel gesehen, was am Ende der Tage passieren wird. Eigentümlich, ne? So, das ist etwas, wo du sagen kannst, das Reich Gottes wird irgendwie dieses System dieser Welt überwinden. Und das findest du auch in der Offenbarung, wo es heißt, dass Christus gelobt wird, weil er die Herrschaft über die ganze Welt angetreten hat. Und die Bibel sagt immer und immer wieder, dass die Herrlichkeit des Herrn die Erde bedecken wird. Ja, wie Wasser das Meer bedeckt. Oder die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das ist alles das Gleiche. Verstehst du? Die Leute, die sagen, zum Ende der Zeit wird es eine gewaltige Ernte geben, es wird ein Aufbrechen des Reiches Gottes geben, es wird eine Bewegung Gottes geben, wie sie die Welt noch nicht gesehen haben. Das ist die Wahrheit. Und die feindliche Propaganda erzählt den Christen, nein, du musst dich nur mit dem Antichrist beschäftigen und du musst dich nur mit der großen Trübsal beschäftigen und du musst dich nur mit der Macht des Feindes beschäftigen und guck mal in die Finsternis, was da alles Böses abgeht. Und sie sind wie paralysiert, weil sie in die falsche Richtung gucken. Natürlich, es gibt ja eine Kampfsituation, es ist ja ein Krieg in der geistlichen Welt. Natürlich gibt es die Finsternis. Und genauso gibt es das Licht. Wo guckst du hin? Das Licht wird die Finsternis. Sowas von zerreiben, bis nichts mehr da ist. Es wird in der Ewigkeit nichts Finsteres gefunden werden. Verstehst du? So, und das ist etwas, was für uns gilt, wo wir reingehen müssen, was für dich und mich gilt. Daniel 2, Vers 44 heißt es dann weiter, in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten mit Christus. Er wird ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Das ist das Reich Gottes. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird aber all jene Königreiche zermalmen und vernichten. So viel zum Thema deine Feinde lieben. Das Reich Gottes kommt mit Gewalt, mit Autorität, mit Power und es wird die dämonischen Strukturen vernichten. So schreibt Daniel zum Ende der Tage. Und das ist etwas, was mit Aggression vorangeht. Und wenn du die Bibel studierst, es geht ständig um Krieg, es geht ständig um Kampf, es geht ständig um Auseinandersetzung, es geht ständig darum, dass man als Soldat steht für den Herrn und vorwärts geht gegen die Machenschaften des Feindes. Und in der Nummer sind wir drin, ob es uns gefällt oder nicht, ob man es ausblendet oder nicht. Jeder von uns ist im Kampf und ich denke mal, jeder hat das schon gemerkt. Aber du hast alles, um in dem Kampf siegreich voranzugehen, weil der Herr ist in dir, durch seinen Geist. Ja, also es geht um den Felsen und dieser Felsen, ja, wird ein Königreich hervorbringen und dieses Königreich wird alles andere zermalmen. Und Paulus schreibt in einer Auslegung, auch im 1. Korintherbrief, da geht es um Wasser aus dem Felsen, da schreibt er folgenden Satz, der Fels aber war der Christus. Der Felsen ist Christus. Christus ist der Felsen. Ja? Und in Jesaja 51 noch eine sehr interessante Aussage. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid. Du und ich, wir sind aus dem Felsen Christus gehauen. Wir sind aus seiner DNA, wir gehören zu ihm, wir sind Reich Gottes. Er lebt in uns durch seinen Geist. Wir sind aufgerufen, die Werke Gottes zu tun. Wir sind aufgerufen, das Reich Gottes zu bauen. Wir sind aufgerufen, rauszukommen aus unserer Lethargie und unserer Beschaulichkeit und unserem bequemen Christenleben und endlich das zu tun, was der Herr uns gesagt hat, was wir tun sollen. Hier, Leute, um uns herum, du brauchst nur die Augen aufzumachen. Die Welt stirbt. Die Leute sind in der Hand des Feindes, es ist unfassbar. Die werden so missbraucht, so genötigt, so vom Feind gequält.
Aber die in uns wohnende Kraft, das ist die Lösung. Das Licht, was der Herr uns gegeben hat, was leuchten soll. Und deshalb müssen wir alle da viel mehr reingehen und diese Power des Heiligen Geistes, die uns gegeben ist, wirklich freilassen. Wirklich freilassen. Aber das geschieht, wie gesagt, durch diese Hingabe, durch diese Bereitschaft zur Gewalttätigkeit, das Reich Gottes an sich zu reißen, ja, auch gegen sich selbst im Sinne von disziplinieren oder fasten oder was weiß ich, kämpfen oder wie auch immer, ja, und weg von dieser bequemen Couchnummer. Als Christen sind wir auf dem Schlachtfeld. Und der Herr erwartet von uns, dass wir den Missionsbefehl umsetzen. Und weißt du was, das ist für viele Christen keine gute Nachricht. Aber es ist die Wahrheit. Er erwartet, dass wir das tun, was er gesagt hat. Und wenn er irgendwann wiederkommt, dann will er seine Braut in der Ernte sehen und will sehen, dass die genau das tut. Und sich nicht in theologischen Spitzfindigkeiten mit irgendjemand die Köpfe einschlägt, ja, wann denn die Entrückung stattfinden wird oder sonst was. Wir haben einen Job zu tun. Wir haben einen Job zu tun. Und der Herr hat Großes verheißen für unser Land und unsere Länder hier in Europa. Und der hat gesagt, dass er Großes, Großes tun wird. Und dazu braucht er seine Leute. Er braucht eine Armee. Er braucht Menschen, die bereit sind, vorwärts zu gehen, hineinzugehen in das, was er für uns bereitet hat.